so eine Katzenschutzverordnung würde das halt einmal schriftlich festhalten, sodass es einfach eine Pflicht ist, dass wenn man das Tier rauslässt, das zu kastrieren und kennzeichnen zu lassen. Das würde eben mit sich ziehen, die Tiere können sich nicht unkontrolliert vermehren, weil die vermehren sich ja dann auch mit den Streunern zusammen. Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah, dem Podcast für und mit Menschen aus eurer Heimat. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch heute habe ich natürlich eine spannende Persönlichkeit aus eurer Heimat für euch. Herzlich willkommen, Daniela Winter. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bei uns wird es heute tierisch, aber bevor wir so richtig aufs Thema einsteigen, darfst du dich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniela Winter, ich bin 27 Jahre jung und neben Arbeit, Familie, Freizeit und anderen Hobbys engagiere ich mich jetzt fast 10 Jahre hier regional im Tierschutz. Boah, 10 Jahre ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung, das kann man schon mal gleich sagen. So, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich da zu engagieren? Das war damals so ein Reinrutschen. Sozusagen über eine Bekannte, die mich einfach mal mitgenommen hat auf ein Treffen von dem damaligen Verein. Ja, und dann bin ich geblieben in dem Bereich. Hast du selber auch schon immer Haustiere gehabt oder so die Verbindung dazu? Ja, tatsächlich. Und meine Eltern sagen immer als kleines Kind, sobald ich bei Tieren war, haben meine Augen gestrahlt. Das machen sie auch gerade. Ja, das erste Tier war damals so klassisch so ein Wellensittich. Mhm. Dann gab es Kaninchen, eine Katze. Als der dann leider nicht mehr heimkam, gab es dann einen Hund, weil meine Eltern nicht mehr dieses wollten, mit dem das Tier kommt vielleicht nicht mehr zurück, weil das war damals diese typische Freigängerhaltung. Ja, und seitdem ich im Tierschutz bin, habe ich dann auch wieder mit der Katzenhaltung angefangen. Also hast du jetzt heute auch noch Katzen? Genau. Ja, schön. Also bis auf die Katze habe ich auch genau all das durchgemacht auf jeden Fall. Wellensittich, Kaninchen, Hund. Ich glaube, das ist so eine typische Einsteiger-Reihenfolge da gewesen, ja. Auf alle Fälle, vor allem weil früher Vögel, also das war voll das Ding, ne? Mit Wellensittichen und so hatten viele auf jeden Fall damals. Jetzt bist du beim Tierschutzverein in Hünfeld aktiv, bist dort zweiter Vorsitzende und engagierst dich da für die Tiere. Magst du uns mal so einen Einblick in eure Arbeit geben, was ihr da überhaupt macht und wie das Ganze so ausschaut? Ja, also wir sind ein ganz kleiner Verein. Dabei sind wir der älteste im Landkreis. Mhm. Wir arbeiten mit privaten Pflegestellen. Das bedeutet, die Tiere sind zu Hause untergebracht. Du könntest zum Beispiel auch einfach sagen, hier, ich würde gerne Pflegestelle machen, nehme die Tiere auf Zeit auf, bis die ein neues Zuhause gefunden haben. Außerdem engagieren wir uns dafür, dass wir sagen, okay, die Tiere, die draußen gefunden werden, die sind ja nicht ohne Grund da. Die sind sozusagen das Symptom und wir wollen die Ursache beheben, indem wir sagen, wir kastrieren Streuner. Mhm. Das bedeutet, wir fahren raus, stellen da Lebendfallen, gucken, dass die Tiere dann zum Tierarzt kommen. Dann dürfen die daheim ausschlafen, können sich noch mal ein paar Tage ausruhen und werden dann im Idealfall in ihr Revier wieder rausgelassen. Und dann haben wir da Leute, die sich bereit erklären, die Tiere einfach weiter auch mit Futter zu versorgen, weil es halt einfach so ist, die Hauskatze, die du so typisch kennst, die ist ja kein Wildtier. Ja. Das ist ein domestiziertes Tier. Die kann sich nicht ideal alleine draußen ernähren. Okay, die braucht einfach menschliche Unterstützung. Die lebt ja auch deswegen immer in der Nähe von Menschen in der Regel. Und deswegen sagen wir, wenn die wieder an die Stelle zurück sollen und können, dann bedeutet das auch, dass da jemanden gibt, der regelmäßig mal Futter bereitstellt. Genau. Und zusätzlich haben wir ganz viel Aufklärungsarbeit, auch einfach, wo es dann darum geht, okay, ich würde mir gerne mal eine Katze holen. Was bedeutet das denn? Wie viele Kosten kommen auf mich zu? Da haben wir eine ganz liebe Dame, die da das Telefon betreut und die da mit Rat und Tat zur Seite steht. Und falls die mal nicht weiter weiß, sprechen wir uns halt auch im Verein dann ab. Genau.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr seid ein sehr kleiner Verein. Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt? Also Gesamtmitglieder sind wir so circa 120. Tatsächlich aktive sind wir im Moment ja eine Handvoll. Okay. Und ihr macht das alles ehrenamtlich? Genau, also das macht wirklich jeder neben Arbeit, Job, Familie. Wir bekommen kein Geld dafür. Der Verein ist auch wirklich spendenbasiert. Also wir bekommen auch von den Gemeinden keine Gelder dafür, dass wir uns da um Fundtiere kümmern. Wir kooperieren natürlich mit dem Tierheim Fulda-Hünfeld, weil das hat ja hier den Fundtiervertrag. Genau. Das heißt, wenn Tiere gefunden werden, dass sie dann dort quasi aufgenommen werden müssen? Also für einen Laien jetzt mit diesem Fundtiervertrag? Oder was bedeutet das genau? Also rechtlich gesehen ist es so, die Kommunen sind zuständig für Fundtiere. Die müssten sich also drum kümmern. Die Kommunen hier haben das so gemacht, die haben eben den Vertrag mit dem Tierheim geschlossen, dass das Tierheim sich um die Fundtiere kümmert. Fundtiere können halt alle domestizierten Haustiere sein. Okay, verstehe. Also ein verletztes Wildtier, also ein angefahrener Fuchs oder mal ein Vogel, dafür ist das Tierheim halt so nicht zuständig. Auch wenn die natürlich, also alle Vereine versuchen eigentlich immer dann zumindest Kontakte vermitteln zu können. Ja, auf alle Fälle. Wenn du das jetzt mal ganz ehrlich zusammenrechnest, wie viele Stunden nimmt das bei dir pro Woche in Anspruch? Das könnte schon nochmal ein zweiter Job sein. Das glaube ich. Je nach Saison. Ja. Was ist bei euch Hochsaison? Oder wann sind so die Zeiten, wo es wirklich brennt und wo ganz, ganz viel ansteht? Meistens ist es circa so von April bis Oktober, November, je nachdem. Früher war es so, es gab diese typischen Aprilkätzchen, Maikätzchen und dann gab es im Herbst halt nochmal die Herbstkätzchen. Jetzt ist es aber mittlerweile so, es kommen das ganze Jahr über vereinzelt mal auch Kätzchen, die teilweise sogar werden im Winter noch welche gefunden. Okay. Also jetzt Dezember, Januar, die noch recht jung sind, das ist aber vereinzelt. So die Hochsaison ist meistens wirklich so über die Sommermonate halt. Okay, aber schon gefühlt das ganze Jahr eigentlich, ne? Ja, nur im Sommer ist es dann halt noch mal mehr. Ja, okay, verständlich. Jetzt hatten wir es gerade von Katzen. Was habt ihr denn überhaupt für Tierarten in eurer Obhut? Sind es hauptsächlich Katzen oder gibt es da auch noch andere? Unser Verein hat aktuell in Anführungszeichen nur Katzen, weil wir einfach personell gar nicht dafür aufgestellt wären, andere Tiere ja, sinnvoll unterbringen zu können. Weil wir wollen ja auch, dass die in der Zeit, in der sie in unserer Obhut sind, die bestmögliche Versorgung bekommen. Und bei vielen anderen Tieren braucht man einfach eine ganz andere Sachkunde, für die wir aktuell gar keine Ehrenamtlichen haben. Okay, verständlich. Jetzt sind Katzen ja euer Hauptthema, sage ich mal. Und ihr habt da auch eine ganz große Problematik, der sich hier in der Region leider nicht so angenommen wird. Und zwar geht es da um die Katzenschutzverordnung. Und allgemein auch um Kastration, hast ja eben auch schon mal gesagt, dass ihr euch darum kümmert. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben, worum es da eigentlich überhaupt geht und warum das so wichtig ist. Die Katzenschutzverordnung ist so ein Werkzeug, das einfach dabei helfen kann, diesen nachhaltigen Tierschutz zu betreiben. Und wir versuchen aktuell auch mit den anderen Vereinen zusammen, es gibt ja nicht nur uns hier in der Gegend, einfach, dass wir sagen, Aufklärung ist ganz wichtig und dazu gehört eben auch, dass Tiere kastriert werden, die in den unkontrollierten Freigang gehen, die Besitzer haben. Und so eine Katzenschutzverordnung würde das halt einmal schriftlich festhalten, sodass es einfach eine Pflicht ist, dass wenn man das Tier rauslässt, das zu kastrieren und kennzeichnen zu lassen, das würde eben mit sich ziehen, die Tiere können sich nicht unkontrolliert vermehren, weil die vermehren sich ja dann auch mit den Streunern zusammen. Ja. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Krankheitsprävention, weil da übertragen sich bei Kämpfen und allem auch immer dann Krankheiten. Und wenn man die Tiere kennzeichnet, ist halt auch die Rückvermittlung, wenn die irgendwo gefunden haben, viel einfacher. Wobei man betonen muss, Kennzeichnung bringt nichts ohne Registrierung. Ja. Aber wenn das Tier gekennzeichnet und registriert ist und es wird wo gefunden, dann wird dieser Chip ausgelesen und dann dauert das ein paar Stunden. Dann hat man Info von dem Haustierregister, dass das Tier gefunden wurde und man kann das wieder abholen. Was würde das für euch bedeuten, wenn jetzt hier in der Region diese Verordnung eintritt, sage ich mal? Das würde euch vieles erleichtern, nehme ich an. Ja, es würde uns ganz viele Argumentationen erleichtern gegenüber manchen Menschen, die das noch nicht so ganz verstehen. Es würde uns aber auch Rechtssicherheit bringen,
Weil streng genommen ist es halt aktuell so, jeder Streuner könnte ja einen Besitzer haben. Mhm. So. Verstehe. Durch so eine Katzenschutzverordnung wäre das Ganze dann abgedeckt, dass Streuner einfach kastriert werden dürfen. Wir achten natürlich immer darauf, dass wir keine zahmen Tiere kastrieren lassen. Und dass die Tiere, also es, du, wenn du jetzt an eine Katze melden würdest, dann sagen wir nicht, ja, wir kommen jetzt, fangen die ein und bringen die zum Tierarzt, sondern wir würden sagen, schick uns doch bitte mal Fotos, dann können wir mal abgleichen, hat die jemand als vermisst gemeldet, ist die denn scheu, wie lange ist die schon bei dir, warum denkst du, dass die jetzt Hilfe benötigt? Also da sind so ganz viele Sachen, womit wir abdecken, dass wir wirklich Streuner kastrieren. Weil das ganz oft so eine Angst der Menschen ist, dass wir jetzt dann alle Katzen wegkastrieren wollen und auch irgendwie Privattiere wegfangen würden. Und selbst wenn mal so ein Tier in der Falle wäre, wäre es ja kein Problem, weil das wäre ja dann gekennzeichnet. Und dann würde man das ja rausfinden und dann wäre das Tier direkt wieder... Ist ja eine Sicherheit für alle, sage ich mal im Endeffekt. Ne? Also es ist genauso für die Besitzer eine Sicherheit, genauso wie es für euch die Arbeit auch leichter macht und natürlich auch dieses unglaubliche Vermehren einfach eindämmt dann am Ende. Ne? Genau. Und die Kastration bringt halt auch, also die bringt halt nicht nur den Tieren in der Form was, dass sie sich nicht mehr vermehren, dass es nicht mehr diesen kranken Nachwuchs gibt, der dann Hilfe braucht, der, wenn er keine Hilfe braucht, es ist leider so, auf der Straße elendig stirbt, sondern auch einfach der Hormonstress ist nicht mehr so da. Die Kater, wenn die in der Paarungszeit, die rennen auch eher mal über die Straße, weil die Revierkämpfe viel mehr haben, dann rennen die hintereinander her, dann werden sie überfahren. Und das sind so verschiedene Faktoren, warum Kastration einfach sehr viel Sinn macht. Also eigentlich kann es damit nur besser werden, also so wie sich das für mich anhört. Ich hatte vorher zu dem Thema, ehrlich gesagt, vorher noch gar nichts gehört. Ne? Aber seit du mir das erzählt hast, habe ich ja auch so ein bisschen gelesen und das klingt für mich einfach sowas von logisch, das so zu machen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das hier in der Region nicht der Fall ist. Es gibt ja in Deutschland viele Kommunen, glaube ich, wo das schon der Fall ist. Woran hängt das denn, dass das hier nicht funktioniert? Kannst du das sagen oder... Es hängt daran, dass die Bürgermeister sich aktuell noch nicht dafür entschieden haben. Und denn, also wir haben versucht, mit den Bürgermeistern da das Thema anzugehen. Bisher hatte das halt einfach noch keinen Erfolg. Mhm. Wir bleiben natürlich als Vereine da dran. Und wir sehen natürlich auch, dass jetzt auch in den Nachbarlandkreisen zum Teil die Verordnungen erlassen werden. Mhm. Hier im Landkreis gibt es noch keine einzige. Sprich, wir fragen uns dann schon, warum gibt es keine der Gemeinden, die sagt, wir machen das jetzt? Ja, also nachvollziehen kann man das irgendwie nicht so ganz. Aber auch wenn es jetzt noch keine Verordnung gibt und hier vielleicht Katzenbesitzer zuhören, ist das auf jeden Fall ein ganz klarer Appell, denke ich auch eurerseits, dass es schon wichtig ist, Freigängerkatzen auch kastrieren zu lassen. Und sich auch dieser Auswirkungen der eigenen Katze in der Natur, sage ich mal, bewusst zu sein, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich so, jeder kann helfen. Es hilft auch einfach, wenn man die Tiere früh genug meldet. Mhm. Dann ist es nicht so, die Katze ist zum Beispiel schon ein paar Monate da, dann hat sie auf einmal doch Babys. Hätte man die damals schon gemeldet? Also hätte man da schon unterbinden können. Ja. Und auch Leute, die jetzt sagen, ich würde gern meine Katze kastrieren lassen, ich habe das Geld gerade vielleicht nicht. Es gibt genug Vereine, die dann auch da versuchen zu unterstützen. Mhm. Komplett können wir natürlich für niemanden die Kosten übernehmen, denn es hat jeder Verantwortung für sein eigenes Tier. Aber es soll eigentlich nicht daran scheitern, dass es nicht finanzierbar ist. Genau. Jetzt haben wir es ja gerade gehört, also wie kannst du das einschätzen, wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat, wie viel mehr Katzen es gibt hier in der Region? Kann man das grob zusammenfassen oder ist das schwierig zu sagen? Es ist schwierig zu sagen. Wir haben diesen Sommer einmal zusammengestellt, wie viele Tiere das Tierheim circa aufnimmt im Jahr und wie viele Tiere die Vereine aufnehmen, die mit Pflegestellen arbeiten. Und es ist letztendlich so, fast die Zahl, die das Tierheim im Jahr an Katzen aufnimmt, nehmen die Vereine auch nochmal auf. Sprich, wenn man sich überlegt, die Vereine arbeiten alle ehrenamtlich und diese Summe an Tieren müsste das Tierheim noch stemmen. Geht ja gar nicht. Ja. Geht gar nicht. Und dieses Jahr ist es wirklich sehr, sehr viel gewesen. Also aber in ganz Deutschland. Okay. Dass viele Vereine einfach an die Grenzen kommen, auch finanziell gesehen. Ja, das muss ja auch alles erstmal gestemmt werden.
Jetzt sind diese ganzen Tiere ja dann auch am Ende in der Vermittlung oder zum Teil zumindest, wenn sie nicht wieder in ausgesetzt werden können oder zumindest die Kätzchen, die bei euch oder die ja aufnehmt. Und du hast es eben schon gesagt, die sind auf Pflegestellen organisiert, sage ich mal, dass sie in privaten Haushalten leben. Wie läuft das Ganze bei euch ab und wie würde sich das auch gestalten, wenn jetzt vielleicht jemand Interesse hätte, so eine Pflegestelle zu werden? Der Ablauf sieht so aus, wir bekommen ein Tier gemeldet, dann schauen wir, haben wir Kapazität, das aufzunehmen, und die Pflegestelle beherbergt dann das Tier einfach bis sich ein neues Zuhause gefunden hat. Das bedeutet, du fütterst das Tier, du kuschelst mit dem Tier, du machst natürlich auch das Klo sauber. Wenn es krank ist, fährst du mit dem Tier zum Tierarzt. Einfach genauso all das, was man mit einem eigenen Tier einfach auch machen würde. Viel Arbeit haben einfach die Pflegestellen, auf denen Tiere sitzen, die von Anfang an krank sind, weil die muss man ja erstmal gesund bekommen. Oder auch Pflegestellen, die jetzt Flaschenbabys zum Beispiel aufnehmen, weil die brauchen je nach Alter alle 2 Stunden rund um die Uhr noch ihre Flasche. Okay. Das bedeutet dann auch einfach, das muss man wollen. Ja. Wollen und können. Diese Zeit mit wenig Schlaf. Oder auch wenn man Scheuetiere zum Beispiel aufnimmt, die bis dahin keine Menschen kannten. Da braucht man einfach so ein bisschen die Geduld und das Feingefühl, dass man sagt, ich bedränge die nicht. Und da werden dann auf den Pflegestellen einfach tolle Kätzchen draus, die dann einfach auf ein schönes Zuhause warten. Und wenn man sich überlegt, das wäre vielleicht was für mich, dann meldet man sich einfach beim Verein. Wir besprechen das einmal, man lernt sich einmal kennen. Und wenn dann wieder Tiere anstehen, dann begleiten wir auch gerade die ersten Tiere noch sehr intensiv. Also man kann immer Fragen stellen, wenn irgendwas ist. Und gerade die ersten Tiere, man bekommt da keine schweren Fälle. Okay. Man bekommt nur das, wo man sagt, das traue ich mir zu. Okay, das ist ja schon mal gut auf jeden Fall. Und auch wenn es bei euch so Hand in Hand läuft, sage ich mal, dass man auch wirklich dann am Ende nicht allein damit ist. Ich finde auch, dass ihr eine mega Webseite habt, das muss ich echt mal sagen. Also ich habe mir auch ein bisschen rumgestöbert und allein diese ganzen Faktoren aufzulisten, was auf einen auch zukommt, sag ich mal, wenn man jetzt eine Katze als Haustier annimmt, auch mit laufenden Kosten und so. Und ich finde, dass das ganz oft überhaupt nicht dargestellt wird online auch, wenn man sich informiert. Ich finde das ganz toll, wie ihr das so schön zusammengefasst habt. Also wenn da jemand auch Interesse hat, schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Da kann man einiges lernen. Und vielleicht dann auch schauen, ob ein Haustier dabei wäre. Denn die Kätzchen, die werden ja dann von den Pflegestellen auch weitervermittelt. Wie läuft das ab und wie schaut ihr euch da auch die Interessenten an, dass das dann auch am Ende ein gutes Zuhause ist? Der Ablauf bei uns ist so, man meldet sich entweder direkt auf der Tierschutznummer oder man füllt das Formular auf der Homepage aus und dann findet ein erstes Telefonat statt. Da geht es dann einfach erstmal darum, welche Vorstellungen haben denn die möglichen neuen Besitzer. Dann können wir auch schon am Telefon sagen, okay, das Tier, auf das sie sich beworben haben, das passt vielleicht nicht so ganz. Es kommt dann halt immer drauf an. Also gerade, wir können ja dadurch, dass die Tiere auf Pflegestellen sitzen und so in der Familie sind, können wir die ja sehr gut einschätzen charakterlich. Und wenn sich dann zum Beispiel eine Familie mit kleinen Kindern meldet und wir haben da aber ein Tier, das würde dazu nicht passen, dann sagen wir das eben direkt und sagen, schauen Sie sich doch vielleicht mal ein Geschwisterpaar von einer anderen Pflegestelle an, gucken Sie sich die Bilder an, ob sie das anspricht. Und das finden auch die meisten Interessenten immer wirklich sehr gut, dass sie da so viel über die Tiere schon erfahren können. Und das Gleiche genauso bei Tieren, die vielleicht schon vorhanden sind in der Familie. Dann fragen wir, wie ist da der Charakter? Dann können wir sagen, okay, die Katze verhält sich bei uns gegenüber anderen Katzen so, das könnte harmonieren oder nicht. Und genauso machen wir das auch bei den Tieren, die zusammen ausziehen sollen. Da sagen wir einfach, die verstehen sich auf der Pflegestelle gut, die dürfen zusammen ausziehen. Manchmal gibt es auch Geschwister, die verstehen sich nicht so. Da sagen wir, nee, da haben sie später keinen Spaß mit. Ja. Weil ganz oft ist es so, gerade wenn die dann mal so in die Pubertät kommen und man hat zum Beispiel 2 Zicken, dann ist das nicht mehr ganz so schön. Ja, genau, es ist wie bei den Menschen. Eigentlich schon, es mag sich nicht jeder und man muss ja auch bedenken, wenn ich mir zu meinem vorhandenen Tier ein Tier dazu hole, mein Tier konnte sich das nicht aussuchen und das Tier, was ich dazu hole, auch nicht. Das ist ja wie so ein Arrangement, was man von außen macht. Und
man kann einfach nicht steuern, wie schnell die sich mögen, ob die sich mögen, wie sehr die sich auch mögen werden. Und da gibt es auch ganz verschiedene Konstellationen. Da gibt es die, die schmusen zusammen und sind unzertrennlich. Und dann gibt es die, die sind froh, dass sie sich haben, sind aber auch froh, mal ihre Zeit alleine zu haben, wie bei den Menschen auch. Auf alle Fälle, klingt genau. Ganz schwer danach. Und dann sprechen wir natürlich auch über Ernährung. Darüber wurde sich Gedanken über die Kosten gemacht, weil halt alles teurer geworden ist. Mhm. Und dann gibt es ein unverbindliches Kennenlernen. Das ist für beide Seiten einfach unverbindlich. Das findet dann auf der Pflegestelle statt. Meistens dauert das so circa eine Stunde. Und dann kann man mal so Probekuscheln sozusagen, wenn die Katze denn kuscheln möchte. Weil auch da ist uns immer ganz wichtig, also wenn sich eine Katze dann doch mal versteckt, die wird natürlich nicht aus dem Versteck gezerrt, sondern man braucht einfach auch da Geduld. Wenn das Tier Kontakt aufnehmen möchte, dann macht es das, wenn nicht, halt nicht. Ja. Genau. Und dann machen wir natürlich auch eine Vorkontrolle. Wir haben uns dazu entschieden, wir machen das digital. Mhm. Da geht es letztendlich nur drum, die neuen Besitzer schicken uns einfach einmal Fotos vom neuen Zuhause. Und da geht es nur drum, entspricht das dem, was uns gesagt wurde, wo das Tier hinziehen würde. Okay, verständlich. Einfach so eine Absicherung für euch auch. Genau. Jetzt habt ihr ja auf eurer Webseite auch eure Schützlinge, die man sich anschauen kann, wenn man interessiert ist. Und bei Social Media kann man auf jeden Fall auch reinschauen. Und wo man auch noch schauen kann, meine liebe Kollegin, die Maria, die macht nämlich immer eine Serie mit euch, wo auch die kleinen Kätzchen vorgestellt werden. Die nennt sich Einzelschicksale bewegen Tierschützer. Wenn ihr das mal bei Osthessen News eingibt, dann könnt ihr euch da auch mal einen ganz guten Einblick machen, was in den letzten Monaten so gelaufen ist. Das auf jeden Fall noch als Tipp. Wie viele Pflegestellen habt ihr denn? Aktuell haben wir 6 Pflegestellen, auf die sind 15 Tiere verteilt. Mhm. Sprich, zum Teil ist auf der Pflegestelle auch mal nur ein Tier, dann sind da private Tiere vorhanden, weil wir schon schauen, dass die Tiere dann auch bei uns nicht in Einzelhaltung sitzen. Und auf anderen Pflegestellen sind dann vielleicht mal 2, 3 oder 4 Tiere. Genau. Habt ihr denn jetzt ist ja auch bald Weihnachten und das ist ja auch immer so ein Thema, was man oft mitbekommt, dass es dann zum Beispiel auch einen Vermittlungsstopp gibt über die Weihnachtszeit, weil manche Leute ja auch nicht ganz so gewissenhaft mit Tieren umgehen, unterm Weihnachtsbaum zum Beispiel. Habt ihr sowas auch oder sichert ihr euch da einfach über euren Gegencheck und auch über eure Verfahren ab, wie ihr die Leute aussucht? Einen Vermittlungsstopp in der Hinsicht nicht, dass wir jetzt keine Interessenten mehr annehmen. Aber Interessenten, die sich jetzt melden und sagen, ich möchte ein Tier und das soll unbedingt vor Weihnachten einziehen oder an Weihnachten am besten am 24., da sagen wir natürlich, das passt einfach nicht. Ja. Es gibt aber auch ganz viele, die sind jetzt auf der Suche nach einem Partnertier, weil zum Beispiel ein Tier verstorben ist oder weil sie sagen, ich habe das erste Tier ist vielleicht von einem anderen Verein, ich suche noch ein Partnertier und ich habe nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester habe ich Urlaub, das wäre ein idealer Einzugszeitpunkt. Dann spricht das für uns nicht gegen eine Vermittlung. Es geht einfach darum, es muss überlegt sein, aber Ad-Hoc-Vermittlungen gibt es nicht. Also wir haben natürlich auch mal Anfragen, wo die Leute sagen, ja, ich würde nachher gern vorbeikommen, mir ein Tier aussuchen und das mitnehmen. Ach Gott, okay. Ja, das ich verstehe ich einfach immer nicht, weil das ist ja auch so eine große Verantwortung. Ich weiß nicht, wie man das so wie Shopping handhaben kann. Bei vielen Menschen ist das leider noch nicht so angekommen, dass das Lebewesen sind, für die man einfach Verantwortung hat und die auch sehr lange leben können. Also das ist ja auch keine Entscheidung für ein Jahr, sondern für bis zu 20 Jahre. Auf alle Fälle. Was wäre dir denn wichtig, was die Leute da draußen mal hören sollten? Auch in Bezug auf Tierschutz, den Umgang mit Tieren? Was ist so deine Botschaft? Ich finde, zum einen ist ganz wichtig, dass die Menschen sich nochmal bewusst machen, den Tierschutz gibt es nicht. Der Tierschutz ist keine Institution wie die Polizei oder der Rettungsdienst, sondern in der Regel sind es ganz viele ehrenamtliche Menschen, die das nebenher machen, die können nicht sofort springen. Und auch wenn es Institutionen sind, wo die Leute dafür Geld bekommen und angestellt sind, die sind ja auch mit der Pflege der Tiere beschäftigt. Mhm. Es gibt aber niemanden, der einfach so rausfährt, sondern jeder ist so ein bisschen Tierschutz. Ja. Jeder kann was tun und manchmal muss es halt ein bisschen mehr sein, als nur einmal auf den Hörer zu drücken und wo anzurufen. Und dann finde ich noch ganz wichtig, dass sich jeder im Kontext Tiere einfach zu Herzen nimmt, dass man sich vielleicht erst informiert,
dass man einfach mal drüber nachdenkt, dass man sich der Verantwortung bewusst wird, was es bedeutet, für ein Lebewesen, das fühlt, das genauso Empfindungen wahrnimmt und auch Schmerzen wahrnimmt und auch auf Veränderungen zum Beispiel reagiert, wie wir Menschen, einfach da zu sein und das zu sich nach Hause zu holen und dass auch für die Tiere es einfach nicht schön ist, wenn die zum Beispiel ganz oft den Besitzer wechseln müssen oder wenn sie dann komplett alleine in der Wohnung sitzen und dass man sich da einfach vorher überlegt und es gibt für jeden das passende Haustier, aber es ist halt vielleicht nicht immer das, was man auf den ersten Blick denkt. Auf alle Fälle. Du hast es eben schon gesagt, Ehrenamt ist ein großes Thema, ihr seid spendenfinanziert und das ist sicherlich nicht immer leicht, das kann ich mir vorstellen. Wenn man jetzt hier zugehört hat und man hat richtig Bock, euch zu unterstützen, was kann man euch Gutes tun? In jeglicher Hinsicht. Zeit, Geld, alles. Genau das. Ja. Ja. Zeit, Geld, Sachspenden. Mhm. Aber genauso natürlich auch einfach Beiträge von uns teilen, über die Thematik sich vielleicht selber nochmal informieren und andere drauf ansprechen. Denn auch so kann man ja am Kleinen helfen. Geld ist natürlich immer so ein riesiges Thema und ja, jeder Verein bettelt im Moment so ein bisschen, jeder Verein hat Spendenaufrufe, aber ohne die Unterstützung geht es einfach nicht, ja. Und wenn viele Leute helfen, dann kriegt man das Ganze eben auch gestemmt, aber wir freuen uns natürlich auch immer über Sachspenden, gerade Nassfutter zum Beispiel, weil das geht immer ganz schnell weg bei so vielen Mäulchen, die gefüttert werden möchten. Und wir finden auch für jeden eine Möglichkeit, wie er aktiv bei uns mithelfen kann. Und auch jedes passive Mitglied hilft natürlich enorm. Da findet man auch wieder auf der Webseite viele Infos. Und da fand ich es zum Beispiel auch cool. Ihr habt zum Beispiel auch eine Amazon-Wishlist, wo verschiedene Produkte drauf sind, die ihr gerade benötigt. Und da kann man ja zum Beispiel auch mit der Kleinigkeit anfangen, sage ich mal, und euch da unterstützen. Das macht sich ja schon ganz viel aus. Also werdet da auf jeden Fall aktiv und denkt an die süßen Kätzchen. Dass es denen auch weiter gut geht und dass auch weiterhin dafür gesorgt wird, wenn andere Menschen das nicht so machen. Was würdest du denn sagen, was du dir für die Zukunft des Tierschutzvereins wünschst, so in den nächsten Jahren? Ein sehr romantischer Wunsch sozusagen, dass es unsere Arbeit gar nicht mehr in dem Ausmaß benötigt. Mhm. Genau. Im Idealfall werden wir einfach vorrangig noch aufklärerisch tätig, dass wir helfen mit Beratung, welches Tier passt vielleicht zu mir, wo kaufe ich denn vielleicht auch ein Tier oder von welcher Stelle, welche Stelle ist seriös. Aber dass es einfach diesen Tierschutz hier vor Ort im Bereich Katzen, dass es den einfach in diesem Ausmaß nicht mehr braucht. Ich wünsche es euch sehr und ich wünsche euch sehr, dass das mit der Katzenschutzverordnung auf jeden Fall vorangeht. Auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da irgendwie Einfluss nehmen könnt, tragt das auf jeden Fall weiter, erzählt es den Leuten in eurem Umfeld. Nur so werden alle drauf aufmerksam und nur so kann es auch diesbezüglich vorangehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Entweder oder. Heimat Edition. Jetzt kommen wir zu unserer Entweder-Oder-Fragerunde. Da habe ich mal was vorbereitet. Und zwar lautet Frage 1 relativ simpel. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich deine Antwort schon kenne. Und zwar Hund oder Katze? Vielleicht auch nicht. Oh. Am liebsten eine Hundekatze? Das wäre süß. Ich kann gar kein Oder sagen. Dann die Hundekatze. Die Hundekatze ist die Antwort. Das ist so vollkommen in Ordnung. Hünfeld oder Fulda? Hünfeld. Tiere oder Menschen? Oh. Hi, das ist fies. Das ist fies. Okay, ich kann da jetzt nicht typisch Tierschützer drauf antworten. Dann werde ich abgestempelt. Tiere oder Menschen? Das ist nicht so einfach, gell? Ich könnte jetzt sagen, Tiere, wer sagt, dass der Mensch kein Tier ist? Das sagt ja auch nur der Mensch. Ja, das ist die Universalantwort. Das ist richtig gut. Auf alle Fälle. Weihnachten oder Ostern? Jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Weihnachten. Verstehe ich.
Und dann als letztes, für einen Tag mit Tieren reden können oder selbst eins sein. Um es mal auszuprobieren, wie es denn so ergeht. Für einen Tag so Dr. Doolittle-mäßig mit Tieren reden können. Okay, hätte ich auch gewählt, auf jeden Fall. Psst, dein Geheimtipp für Osthessen. Mein Geheimtipp für alle, die gerne mal was Leckeres essen gehen, ist das Stella in Fulda. Da kann man lecker Tapas essen, gell? Genau. Ja, das klingt ganz hervorragend. Also lasst es euch schmecken. Ja, liebe Daniela, danke für die tolle und vor allem so tierische Folge mit dir. Die Arbeit, die ihr leistet, die ist so wichtig und ich hoffe, dass das unsere Hörerinnen und Hörer hier ganz toll anregt zum Nachdenken, zum Unterstützen und auch zum Umdenken. Und wer Lust hat, mehr zu erfahren, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, der kann gerne auf eurer Webseite vorbeischauen, auch gerne bei Social Media. Ihr seid bei Facebook, ihr seid bei Instagram. Da gibt es einen ganz tollen Adventskalender aktuell jeden Tag. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen und bekommt auch einen guten Eindruck von eurer Arbeit. Und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, und ihr da draußen, wenn ihr mal einen Vorschlag oder eine Idee habt, mit wem oder über was wir hier sprechen sollten, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schicken und zwar an podcast@osthessen-news.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge. Von uns war es das jetzt erstmal für heute. Wir sagen Tschüss und bis nächsten Donnerstag. Dann gibt es wieder eine neue Folge Osthessen hautnah für euch. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.